Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, in diesem Video möchte ich euch mal wieder einen überkrassen GTA 5 Online Solo RP Glitch zeigen, denn ihr habt mich unter meinem letzten Video in den Kommentaren schon ein paar Mal gefragt, ob ihr wieder einen heftigen Solo RP Glitch bekommen könnt. Hier habt ihr den Solo RP Glitch. Wir fangen auch direkt gleich an mit diesem Video, aber wenn euch diese ganzen Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Schaut gerne in die Videobeschreibung für alle weiteren Links und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt an mit diesem Video, also let's go. Und wenn du auch jetzt sofort mehrere von 1000 Leveln sowie mehrere von 100 Millionen GTA-Dollar auf deinem Account haben möchtest oder auch noch nach einem günstigen Unlock-All-Account mit vielen gemoddeten Autos suchst, dann schau doch gerne mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei oder auch im angepinnten Kommentar, denn dann kommst du zu der Seite JG Gaming. Diese Seite bietet dir nämlich günstige Unlock-All-Accounts an sowie sehr günstige Money und auch Level-Boost und mit dem Rabattcode MONKEY10 sparst du auch noch 10%. Erster Link in der Videobeschreibung. Der ganze Solo-RP-Glitch ist auch wirklich super einfach und für jeden von euch machbar. Alles, was wir jetzt einfach einmal machen müssen, ist, uns eine Mission zu starten. Diese Mission heißt Rückführung, sind wir bald da? Genau diesen Job starten wir jetzt einfach einmal. Und dieser ganze Solo-RP-Glitch ist natürlich auch für jeden machbar. Wir stellen jetzt einfach einmal den Schwierigkeitsgrad auf sehr schwer, dass wir mehr RP am Ende bekommen. Das ist natürlich eine sehr feine Sache. Jetzt starten wir einfach einmal den Job ganz alleine. Und jetzt begeben wir uns zum blau markierten Punkt auf der Map. Und sobald wir da angekommen sind, bestellen wir uns einfach einmal einen Helikopter. Es klappt mit jedem Helikopter, der Lenkraketen hat. Also ich bestelle mir jetzt einfach einmal eine Akula, die ist dann auch schon gleich beim Flugplatz angekommen. Mit der Akula, also mit meinem Helikopter, begebe ich mich jetzt einfach einmal zum blauen Punkt auf der Map. Hier warten auch schon ein paar Gegner auf uns, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mir jetzt hier in meinem Fall noch eine Panzerung reingezogen und steige jetzt einfach einmal in diesen Truck hier ein und steige dann wieder aus. Also so, dass ich die Leute hier um mich herum aggressiv mache und so, dass die ganze Zeit jetzt diese roten Punkte auf der Map erscheinen. Und jetzt begeben wir uns mit unserem Helikopter einfach einmal zu dem Punkt auf der Map, wo ich hier auch gerade hinfliege. Ihr könnt das hier im Hintergrund sehr gut erkennen. Und jetzt stellt ihr euch mit diesem Helikopter, den ihr natürlich hier habt, mit den Lenkraketen einfach einmal so auf, dass der hier zur Straße zeigt. Also ihr seht das Ganze gerade im Hintergrund. Ich fliege gleich nochmal ein bisschen vor, dass ich das hier auch wirklich perfekt timen kann mit den Lenkraketen. Und dann, wenn wir das perfekt gemacht haben, so wie ich jetzt, spawnen hier die ganze Zeit die Gegner und wir können den Controller AFK hinlegen, also dieser ganze Solo-RP-Glitch ist auch AFK. Und sobald wir jetzt die X-Taste fixiert haben, solltet ihr auch schon sehen, oben mein Level steigt die ganze Zeit. Also ihr kriegt für jedes Mal automatisches Umbringen dieser Leute, die hier vor euch spawnen, einfach einmal 25 bis 50 RP. Und ihr seht auch gerade oben schon mein Level, wie das hier komplett AFK durchgeht. Also ich kriege wirklich richtig viele Level. Ihr seht ja auch hier oben gerade nochmal mein Level. Und wenn ihr auch so ein hohes Level haben wollt, dann schaut doch gerne mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei oder auch im angepinnten Kommentar. Denn dann kommt ihr zu der Seite JG Gaming, da könnt ihr euch nochmal einen Level Boost oder auch einen Money Boost für euren Account holen. Wirklich eine sehr feine Sache. Und ich habe natürlich auch noch bei der Seite einen Rabattcode, das ist nämlich MONKEY10. Den könnt ihr da natürlich einfach einmal gerne eintragen. Aber wenn ihr denn hier fertig seid mit dem RP Glitch, holt ihr gleich einfach einmal euer Handy raus und verlasst jetzt einfach einmal über die Jobliste ganz einfach einmal den Job. Und sobald wir wieder in der Lobby gespawnt sind, sehen wir natürlich, wir haben unser Level behalten. Like und Abo nicht vergessen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Glocke aktivieren, Links auschecken und ciao.